So, moin moin und willkommen zurück. Selbe Stelle, neue Welle. Tribulus, let's play. Und werde direkt angeschrieben. So ein Schwachkopf, Alter. Bin gerade mitten im Aufnehmen und er schreibt mich direkt an. Okay, alles klar. Hier irgendwo hier waren wir muss es sein. Stehen geblieben, wollte ich sagen. Schicken wir ein Boot los, um die Fundstelle zu orten und diesen wertvollen Kahn zu bergen. Ein Boot. Guck mal da. Gefunden! Was für ein Glück! Wir haben das Schamania-Schiff gefunden! Yeah! Natürlich! Ja, gut. Wir haben das Schiff gefunden. Juhu! Und jetzt? Ja. Das war das. Gibt es dafür eine Errungenschaft? Nein. Ja, super. Okay. Schiff gefunden. Ja. Jo. Ole, ole. Ha, super. Gut, dann wäre das schon mal, dann hätten wir das schon mal mit dem Schiff geklärt. Wie sieht's denn aus hier? Er bringt schon mal die erste Kohle weg. Das ist schon mal okay. In der Zwischenzeit würde ich sagen, dass wir hier da irgendwie mit den Baumaterialien verfahren. Und da würde ich sagen, dass wir hier auch nur... Ja, wie lassen wir den am besten fahren? Was wäre denn, wenn wir ihn hier rumkommen lassen? Ich meine, würde das gehen? Aber wir müssen hier wieder so eine Brücke schlagen, ne? Oder wir nehmen den später mit. Oder, weil von hier kommt ja halt die Schlacke. Und ich habe halt gedacht, was wäre denn, wenn wir die Schlacke von hier hinten holen? Nee, von hier hinten holen. Ich weiß jetzt nicht, ob der hier Schlacke mitnehmen könnte. Weil der Kram, der Krippelkram, der muss ja gar nicht da hinten hin. Das muss ja von hier kommen. Ach, du ahnst das nicht. Okay, das kriegen wir irgendwie gelöst, glaube ich. Dann nehmen wir uns erstmal hier eine lockerlässige Schiene. Nehmen wir mal die zweite. So. Ja, ich versuche halt gleich wieder an die andere Schiene ranzukommen, damit es denn gegebenenfalls etwas günstiger wird. Naja, wird's aber scheinbar jetzt erstmal nicht. Naja, sieht nicht danach aus. Weil der Höhenunterschied ist einfach zu krass. Ja, und ihr seht, ich habe das Spiel in der Zwischenzeit noch nicht wieder neu gestartet. Und deswegen sind hier... Nee, das machen wir nicht so. Deswegen sind hier halt auch leider noch so ein paar Grafikbugs drin. Kommen wir hier irgendwie rum? Nee, da ist diese Straße jetzt im Weg. Ach, du ahnst es nicht. Okay. Wie wäre es, wenn wir... so gehen... und hier weitergehen. Ja, also diese Grafikbugs, was das Thema Aufnahmeprogramm angeht und so weiter, die sind echt teilweise furchtbar. Also finde ich zumindest furchtbar. So, dann würde ich sagen, hauen wir hier einfach ein Bahnsgehulf dazwischen. Ich habe keine Ahnung, will ich jetzt einspurig oder zweispurig machen. Ja, komm, wir machen den mal gleich zweispurig. Machen da gleich mal Nägel mit Köpfen. Machen den erstmal so. So, und dann gehen wir mit der alten Bahn da mal so rein. So, und dann versuche ich mal irgendwo, ja, keine Ahnung, irgendwo hier. Versuche jetzt mal eine X-Weiche reinzuproppen. Mal gucken, ob das klappt. Das sieht schon mal ganz gut aus. Sag mal, oder ob das irgendwelche Mods sein könnten, die da irgendwie... Ja, natürlich ist die Steigung... Ja, natürlich geht es nur in eine Richtung. Warum sollte es auch nicht? Machen wir es halt hier noch ein zweites Mal so. Machen wir halt hier sogenannte Oldschool-Weichen hin. Signale können wir jetzt eh noch nicht großartig setzen. Eigentlich. Weil, ja, was soll da passieren, ne? So, wir schauen jetzt hier einmal. Terminals. Gleis 2. Gleis 2 liegt der Stahl, oder was? Den möchte ich...
eigentlich nicht auf dem Gleis haben. Kann ich den jetzt auch irgendwie... Ja, kann ich. Gleis 3. Gleis 3. Ja, hier. Nein. Arg. Hallo. So geht das. Gleis 3. Da soll... Willst du mich jetzt verarschen, oder was? Nein, jetzt auf 3. So, dann kommen die Züge sich hier wenigstens nicht in eine Quere oder irgendwas. So zumindest meine Hoffnung. So, und eigentlich müssen wir jetzt mal ein bisschen warten. Weil jetzt muss ja hier erstmal die ganze Produktion so ein bisschen anlaufen. Weil ich glaube, die hier bringen auch noch nichts so recht an Essen. Nö. Da würde ich sagen, ach, wisst ihr was? Wir haben auch noch gar keine... Die Frage ist, müssen wir hier jetzt auch noch eine Strecke rüber in die Stadt bringen oder geht das auch ohne? Wir müssen jetzt halt erstmal, Entschuldigung, ein bisschen auf Vollgas laufen lassen, sodass der erste Stahl hier mal langsam ankommt. Wie sieht's denn aus hier? Details. Ja, jetzt fehlt halt die Kohle, ne? Und der Bahnhof könnte gerne etwas länger geworden sein. Fahr du mal raus und dann gucken wir mal, was das kostet, den etwas länger zu machen. Machen wir den mal auf 320 Metern. Das wird wohl nichts werden. Ich habe mir aber auch die unebenste Stelle, glaube ich, ausgesucht. Guck mal, hier wäre das schön gerade gewesen. Nee, er muss das hier hinpacken. Hat er wieder gut gemacht, der Kerl, du. So, jetzt müssen wir halt den Stahl hier so ein bisschen hin und her transferieren. Welches Gleis bist denn du jetzt, damit hier auch nichts durcheinander kommt? Terminals. Gleis 1. Und das verschließen wir auch gleich. So, wie sieht's denn aus hier mit der Schlacke? Weil wenn wir hier zu viel Schlacke mit einer Zeit drin haben, dann kommt das da zu Verstopfung. Von redet der Typ schon wieder. Ja, so zu viel Schlacke ist halt nicht so gut. So, wir knallen uns hier jetzt, obwohl wir schon wieder kein Geld mehr haben. Allerdings gehe ich mal davon aus, dass unser freundlicher Herr wieder sagen wird, Ende im Gelände, das war's. Aber vielleicht gibt einer unserer, ne, freundlichen Mitarbeiter uns ja nochmal einen Kredit. Können wir haben. Ich hoffe es mal einfach. Weil den anderen Kredit hier, ja, der ist halt... Ah ne, wir könnten hier wieder. Ah, ist okay. Gut zu wissen. So, wir geben unser Bestes. Beziehungsweise ich gebe natürlich mein Bestes. Ihr könnt natürlich zu Hause auch vor dem PC sitzen und zuschauen. Während ich hier eine neue Strecke lege. Ich überlege gerade, ob ich euch mal einen kleinen privaten erzähle. Bei mir hat es nämlich so eine kleine private Sache gegeben, über die ich immer noch so ein bisschen am Schmunzeln bin. Ihr kennt doch wahrscheinlich alle Lohnsteuer, ne? Und Lohnsteuer-Jahresausgleich. Und ich sag mal so, ich habe meinen dieses Jahr gemacht. Und ich benutze dafür eine Internetseite. Und hab vorher schon so ein bisschen gegengerechnet. War etwas irritiert. Also auf jeden Fall, im Hause Trivolo gibt es demnächst eine Hardware-Änderung, die sich aber mal gewaschen hat. Oh ja. So, damit könnten wir jetzt eigentlich den Schlackezug kaufen, fertig machen. Nee, können wir eigentlich nicht, weil wir gar nicht genug Kohle dafür haben. Was passiert denn dann? Fehler, nicht genug Geld. Ich meine, wir können hier die Preußen noch nehmen. Also machen wir das einfach mal. Nehmen wir mal die Preußen. Dann haben wir Güter. So, ihr macht Schlacke. Aber ihr würdet auf jeden Fall schon mal keine... Was kommt denn da nachher raus? Baumaterialien, okay? Das ist jetzt die Frage, ne? Erstmal sich nur um die Schlacke kümmern und später um die Baumaterialien. Das Geld zerrinnt uns zwischen den Fingern. Wir sind demnächst pleite. Nochmal 3,6 Millionen bekommen. Aber wenn wir bereit sind, unterwürfigst zu betteln, lassen unsere Geldgeber einen kleinen Überbrückungskredit springen. Ihr sollt mitnehmen Schlacke. Das Schlackezeugs habe ich jetzt eigentlich, den Timer habe ich gestellt. Gut, ich musste einmal kurz nachschauen. Nochmal Schlacke und nochmal Schlacke. Und dann würde ich sagen, nehmen wir gleich was mit für Baumaterialien. Machen wir auch mal 5. So, und dann Linie zuweisen. Der hat noch gar keine Linie. Siehst du? Da war ja noch was. Hallo? Linie zuweisen von hier nach da. Und du bist dann Schlacke.
Schlacke. Pff, Schlackezug. Keine Ahnung, irgendwie so. So, und dann können wir dich der Linie zuweisen. Schlackezug. Feuerfrei. Lose geht's. So, was macht das Ganze hier? Hier kommt jetzt auch ein bisschen was an. Das ist auch schon mal gut. So, wie sieht das mit den Städten aus? Ja, das sieht eher beschissen aus. Ich würde sagen, wir machen nochmal... Ah, guck mal, hier ist schon... Hab ich die gesetzt? Die hab ich gesetzt, Alter. Ich... Boah. Ja. Komm. Hab ich da auch eine Linie fertig gemacht? Nö. Können wir da nicht... Können wir da nicht hier von denen einnehmen? Nee. Da machen wir nochmal eine extra Linie. Von hier nach da. Und das ist dann Essen Malmö. So. Würde ich sagen, ja, keine Ahnung. 1, 2, 3. Denk mal, 3 reichen. Hä? Essen Malmö. Da haben wir das Auge wieder aktiv. Ne, das Auge, das hier. Machen wir mal aus. Wir werden ja nur alle Linien angezeigt, die man so direkt sehen kann. So, der müsste jetzt denn hier auch mal langsam anfangen. Ah ja, der kriegt hier schon die Schlacke rauf. Terminals, Schlackezug, verschließen. Ja, und dann muss das Ganze jetzt irgendwie anlaufen. Oder ich muss sehen, dass ich hier noch einen zweiten Zug mit auf die Strecke bringe. Wie sieht denn das aus hier? Also du bringst jetzt schon mal 35 von 40 Stahl. Das ist schon mal nicht schlecht. Ah, wow, Alter. Wir haben bei Göteborg 1% schon. Das ist nicht besonders viel. 21 liegen da jetzt. So, er lädt das Ganze jetzt ab. Und lädt sich neu voll. Und das sieht gar nicht so schlecht aus. So auf den ersten Blick. So, wir müssen jetzt irgendwie sehen, dass wir halt diese Städte auf mindestens 10% bekommen. Irgendwie. Ja, mit einem neuen Zug. Ich glaube, der hier ist auch ein bisschen zu overkill. Der hat jetzt auch zum Beispiel die Schlacke gar nicht mitgenommen. Wie sieht denn die Linie jetzt überhaupt aus? Nicht, dass die sich da in irgendeiner Art und Weise ins Gehege kommt. Da habe ich nämlich nicht so die Lust zu, den Bock drauf, wie auch immer. Ah, sieht gut aus. So, wenn diese Aufnahme durch ist, Freunde, dann werde ich auf jeden Fall und unbedingt mit einem anderen Aufnahmeprogramm wieder mal anfangen. Dann werde ich nämlich doch mal wieder von dem OBS-Kram weggehen. Ich weiß nicht, ob hier so eine Abkürzung sich irgendwie lohnen würde. Machen wir mal einfach. Ja, ich werde dann wieder von dem OBS-Kram weggehen und werde doch wieder zu dem TX-Story hingehen. Weil das ist doch Bullshit. Wenn jedes Mal, wenn ich OBS starte, dann passiert irgendwas hier mit den Zügen. Und das hier ist auch, Alter. Das sieht auch total Panne aus. Ah, egal. Das ist so ein bisschen Trivolo-Style. So, das finde ich halt auch irgendwie so ein bisschen geil bei der KI. Der hat jetzt festgestellt, okay, ich habe eine neue kürzere Route, war aber wohl schon irgendwo hier hinten und hat dann einfach umgedreht und hat gesagt, so, ich fahre die kurze Strecke. Ich fahre zwar den Weg erstmal zurück, aber ich fahre die kurze Strecke. Ja, natürlich. So, wie sieht es denn hier eigentlich aus mit dem Eisenzeugs? Da liegt nichts, Produktion 108. Der hat auch nur ein unübersichtliches Gewirr aus zweifelhaften Allianzen, Konflikte, die sich da und dort spontan entzünden. Es wird ungemütlich in Europa. Wir sollten zusehen, dass wir in wirtschaftlicher Hinsicht nicht allzu abhängig sind von diesem instabilen Haufen und auch in Krisenzeiten noch etwas zu futtern haben. Das Land muss sich vorbereiten und ausreichende Lebensmittelreserven anlegen. Wir haben den Auftrag erhalten, beim Bau eines entsprechenden Lagerhauses zu helfen. Okay. Liefere Baumaterialien zu Malmö Food Storage. Das wäre dann hier oben. Das hier. Okay? Ja, das ist dann ja sehr passend. Der hat noch keine Schlacke dabei. Alles cool. Irgendwie nicht, aber okay.
Finanzendiagramme. Nee. Hier, den wollte ich noch mit einbauen. Ah. Ja, genau. Und hier bei unter Malmö, da sollst du nur entladen. Ja, genau, das machen wir mal so. So, und dann lassen wir ihn einfach mal weiterlaufen. Beziehungsweise den Kollegen hier, den werden wir jetzt einfach erstmal umdrehen. Ja, den drehen wir jetzt erstmal einfach nur um. So, wie sieht's denn aus hier? Beschissen ist kein Ausdruck, ich weiß. Wir haben jetzt gerade mal 2 Millionen Züge kaufen. Ah, der kostet allein schon 2,4. Ah, Dreck. Da habe ich wieder zu viel ausgegeben, würde ich sagen. So, wie sieht's denn aus hier mit dem Stahl? Ja gut, der bringt jetzt 40 mit. Der nimmt jetzt einfach mal 40 Stahl mit. Und es bleiben liegen 15. Ja, ob da jetzt schon irgendwie ein zweiter Zug lohnenswert ist oder nicht, das weiß ich jetzt selber noch nicht so genau. Das werden wir sehen. So, 37 und 44. Also das heißt, hier bleiben auch schon wieder... Was heißt schon wieder? Aber hier bleiben auch schon mehr Lebensmittel liegen. So, wie sieht es denn eigentlich hier hinten aus? Essen Malmö 7. Also hier müsste es dann jetzt auch langsam anlaufen. Wo sind denn die LKW für diese Strecke? Hier. Der hat auch schon was dabei. Ja, der kommt jetzt gerade leer zurück. Okay, der hat die Strecke praktisch angekickt. Und ich hatte auch noch einen dritten, oder nicht? Hier war doch auch noch ein dritter. Das ist der. Das ist der, fährt voll. Und der fährt mit 6 von 8. Okay. Ja, ist okay. Damit kann ich leben. Erstmal. Aber ich glaube, 40 Stahl ist zu wenig. 40 Stahl ist bei dem Kunden, bei dem Kameraden hier einfach echt ein bisschen zu wenig. Die Lok ist zwar ziemlich stark, aber die schafft auch dieses Up and Down hier nicht so richtig. Ja, vielleicht hätte ich die Höhenlinien einschalten sollen. Ah, hätte Fahrradkette. Hätte man, glaube ich, noch eine ganze Menge mehr besser machen können. Na egal, nur zu spät. Wie sieht das hier eigentlich aus? Ah, hier, Alter, 47. Kriegen wir hier nicht nochmal, wenn ich jetzt hier mal auf Pause mache? Nee, um Gottes Willen, lass das bloß nach. Wenn ich die Linie jetzt abcutte, dann kann das sein, dass diese 40 Stahl, die der dabei hat, dass die puff weg sind. Also das hatte ich alles schon erlebt. So, ich warte ab, bis das Ganze angekommen ist. Und wenn der komplett abgeladen hat, dann hauen wir mal auf Pause und dann schauen wir mal nach. Zack, so, Pause. Und jetzt schauen wir mal, ob wir diesen Fauxpas hier, diesen Part der Strecke, für den ich nochmal irgendwie besser lösen können. Ja, guck mal, 99 ist schon ein anderer Spruch. Das ist schon fast Höchstgeschwindigkeit von dieser Lok. Alles cool, alles in Ordnung. So gefällt da mir das. So, wir haben hier auf jeden Fall schon alles elektrifiziert. Das ist auch eine Neuerung, die wir bis jetzt hier in diesem Spielmodus noch nicht hatten und auch noch nicht kannten. Aber das läuft ja hier langsam. Guck mal, da haben wir 30 bei Malmö, 12 in Göteborg. Und in Jöbköbing haben wir 7%. Jöbköbing, warum haben wir da nur so wenig? Was ist da los? Wahrscheinlich. Weil das zu wenig LKW sind. Wie viele... Nee. Der hier. Fahrzeuge. 4, 5. Würde ich sagen, Straßenfahrzeuge kaufen. Vorkonfiguriert mit der Lebensmittel. Die haben wir hier. 1, 2, 3, 4, 5. Und die ballern wir alle mal auf die Strecke nach Jököbing. So. Was macht unser anderer Zug eigentlich? Der Stahl-Schlacke-Zug. Oh. Was haben wir? Erreichen in weniger als 6 Jahren eine Versorgung mit Lebensmitteln von 10% in den betroffenen Städten. Okay. Lagerhaus bauen. 0 von 25. Also es bedeutet jetzt wohl, das hier braucht 25 Einheiten.
25 Einheiten von diesem Baumaterialzeugs. Ja, da habe ich jetzt blöderweise so eine langsame Bimmelbahn. Ist halt schon ein bisschen blöd gewesen. Aber egal. Oh, die Folge hat's hinter sich. Dann würde ich sagen, während die beiden Züge sich hier ein Rennen liefern, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bleibt mal gewogen, bleibt mal treu. Haut da rein und tschüss.